Es ist angerichtet im Stadion am Zoo. 10.500 Zuschauer sind angereist, um das Niederrhein-Pokalfinale zwischen dem KFC Uerding und dem Wuppertaler SV bestaunen zu dürfen. Uerdingen als Drittligist gegen Regionalligist Wuppertal natürlich der Favorit. Die Wuppertaler in den roten Trikots von links nach rechts in der 7. Minute bereits gedankenschneller. Silvio Pagano macht sich davon und macht das 1:0 für Wuppertal. Die Mannschaft von Carsten Hutwelker ist aufmerksamer, gedankenschneller und macht das absolut brillant. Uerdingen mit einer absoluten Duselei im Mittelfeld und Silvio Pagano, der hat kein Tor in der Regionalliga geschossen, wird hier vielleicht zum Matchwinner. Aber von wegen, Uerdingen berappelt sich schnell. Osave versucht es aus der Distanz, gute Chance für den Mann mit der 35. 19 Minuten inzwischen gespielt, Uerdingen hat jetzt alles in der Hand. Osave schon mit der Chance und Rodriguez kann dann einschieben, Roberto Rodriguez mit dem Ausgleich. Uerdingen wird seinen Ansprüchen wieder gerecht. Schön rausgespielt von der Mannschaft von Heiko Vogel, den Ball erst auf rechts verlagert. Osave hat schon die Chance, da reagiert Wickel noch ausreichend, aber dann ist die Bahn frei für Rodriguez. Nach der Pause die nächste Chance für Uerdingen nach einem Eckball, aber dann auf der Linie geklärt. Und dann kommt wieder Osave und macht das 2:1 in der 72. Minute. Osayamen Osave, eben hat er noch seinen Treffer abgegeben an Rodriguez, jetzt kann er es selbst machen. Und die Freude ist riesig beim Nigerianer, der 25 Jahre alt ist und sich hier klasse durchdribbelt und den eiskalt verwandelt. Und der Mann kam hier erst im Winter für 200.000 aus Ingolstadt, der Transfer hat sich bereits gelohnt. Wuppertal kommt nochmal über Kapitän Manno. Die Wuppertaler haben tatsächlich Chancen, es ist zum Verzweifeln. Es ist eine absolut grandiose Atmosphäre, bei Wuppertal kommt inzwischen Wickel mit nach vorne, sie bringen den Ball noch einmal in die Mitte und Tagebahn verpasst die Riesenchance zum Ausgleich, das wäre es doch gewesen. Der Finaltag der Amateure, auch in Wuppertal ein Riesenereignis, auch für Kevin Hagemann, der diesen hier gerne für sich gekrönt hätte. Doch dann ist es aus, Kevin Domnick pfeift die Partie ab. Der KFC Uerdingen gewinnt mit 2:1 und kann mit den Fans gebührend feiern. Der Einzug in den DFB-Pokal, immer ein spannendes Thema. Kevin Großkreuz hat sich einen Lieblingsgegner auserkoren. Ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir Borussia Dortmund einmal noch gegen meinen Verein. Und das wäre ein Traum für mich, alle wiederzusehen, die Fans zu sehen und einmal noch ja, mit den Fans zu feiern. Ich glaube, das wäre perfekt für mich nochmal. Schauen wir mal, was die Pokalauslosung ergibt. Bis dann können die Uerdinger noch ausgelassen feiern.